Willkommen zu Let's Play Dino Crisis 1. Ja Leute, ihr seht richtig, wir spielen den ersten Teil der Dino Crisis Reihe. Vorgeschmack gefällig? Okay. Oh yeah, sieht doch schon mal ganz nett aus, ha? Ja, Leute, das Spiel ist das zweite Wunschprojekt meines, ja, immer noch laufenden 100-Abo-Specials. Ja, das erste Wunschprojekt war ja Castlevania 2 vom lieben Grab da. Der zweite Gewinner war Mega Horror Freak. Ja, und er hat sich eben für Dino Crisis entschieden. Das Spiel wurde ihm mal empfohlen, jedoch konnte er es nicht selber spielen. Ja, also, ja, darf es sich bei mir anschauen. Ich hoffe, dir wird das Spiel gefallen und die Vorschau brauche ich jetzt nicht nochmal. Ja, gut, ich muss dazu sagen, das Spiel ist auch für mich blind. Ich habe Teil 1 und 2 von der Reihe mal auf dem Flohmarkt günstig abgegriffen, mal angespielt, hat mir gefallen. Nicht sonderlich weit, aber ja, ich wollte es auch mal als LP bringen und ja, das ist die beste Gelegenheit dazu. Das Spiel erschien 1999, wurde zeitgleich mit Resident Evil 3 entwickelt, soweit ich weiß, und ist, ja, auch vom Resident Evil-Schöpfer Shinji Mikami. Ja, die Erwartungen sind hoch und ich würde mir sagen, bevor ich hier noch länger um den heißen Brei rumrede, fangen wir endlich mal an, hä? Wir starten ein neues Spiel. Moment, erstmal in die Optionen gucken, was gibt's hier Schönes? Bildeinstellungen. Ja, wird schon so passen. Gut, neues Spiel. Wir zocken auf normal. Let's go. You have mail. The second report from Military Experiment Facility. Agent name, Tom. I have successfully infiltrated under the guise of a researcher as planned. I have encountered no information regarding top secret development of new type weapons. But I have discovered there is an unexpected individual at this facility. The man is Dr. Kirk, the leading authority of our nation's energy research. Dr. Kirk was alleged to have died in an accident during the course of an experiment 3 years ago. The reports were premature and it appears that he is currently working as the head of a non-weapon project at this facility. The experiment is in the late stages of development. Regarding the staged accidental death, it appears that this country is somehow involved. Recommending that necessary actions be taken immediately. Refer to the data on Dr. Kirk. Verstorben. Dr. Kirk stellt die ultimative Quelle sauberer Energie vor. Regierung streicht die Finanzierung. Labor schließt. Tragischer Unfall. Dr. Kirk stirbt nach Unfall während eines Experiments. Operation Instructions. Sichern Sie Dr. Kirk und holen Sie ihn zurück. Change jobs.
Once you hit the ground, head straight to the designated convergence point. Got it? Sorry, I'm late. It's time. Let's move out. What about Cooper? Forget him. Time's up. Wait! Okay, this is the first checkpoint. Playtime is officially over, kiddies. Something's wrong. The lights in the guardhouse are out. Maybe this has been a wild night of partying for the guards. You know, a little song, a little dance. Stay here, Junior. Leave the guards to me. Hey, did you hear what he just called me? Forget about it. Just let Gale handle this. All right. It's clear. Okay, let's do this. I'll infiltrate the facility and occupy the control room on the first floor. I should have access to all the security systems from there. I'll contact you as soon as I've cleared the room. So, und ab hier haben wir die Kontrolle über das Spiel. Ja, wir sind die Agentin Regina von einer militärischen Spezialeinheit. Zusammen mit ihren Kollegen Rick und Gale sollen sie den im Intro genannten Dr. Kirk ausfindig machen und zurückholen. Ist ja schon recht seltsam, dass der Kerl eigentlich tot sein sollte, nun aber scheinbar für ein anderes Land hier wieder irgendwas entwickelt. Ja, gut, soviel zur Story. Kommen wir zum Gameplay. Die Steuerung ist typisch Resident Evil, also altbekannte Panzersteuerung. Was aber gleich auffällt, die Kamera bewegt sich mit. Das ist bei Resident Evil eigentlich selten der Fall. Also scheinen die Hintergründe hier wenig vorberechnet zu sein. Sondern halt Echtzeit berechnet. Gut, kann ich ihm nach? Rick can handle the inside of the facility on his own. Gut, Rick schafft das alleine. Brauchst du vielleicht meine Hilfe? Let me guess. This is some of your handiwork, right? The brass is still warm. These guards were shooting at something very recently. So who were they fighting? This wasn't much of a fight.
I don't think these guards hit anything before getting sliced and diced. Whatever they were shooting at came in through there, and ripped right through the steel fence. Well, the hole is nice and clean, but I still say you could have done this. Very funny. We still need to figure out what happened here. Continue to sweep the area. Also irgendwie erinnert mich Gale ja ein bisschen an Nikolai aus Resident Evil 3. Also so vom Charakter her. Bis jetzt. Er sieht sich um. Okay, will nichts mehr sagen. Haben wir hier was? Der Raum der Wachen. Es ist dunkel und es scheint niemand da zu sein. Sehr komisch. Das ist der einzige Zugang, hä? Ja, aber ich finde schon mal ein guter Einstieg. Die Atmosphäre hier ist schon mal sehr passend. Hier mit den Wellen, die gegen die Brandung rauschen. Oder gegen die Felsen. Klippen, wie man auch immer sagen will. Ja, da drin ist etwas. Jedoch... Oh. Mit dem B1 Hilfsgeneratorraumschlüssel verschlossen. Ja, ich finde es ehrlich gesagt schon ein bisschen seltsam, dass man hier sogar gesagt bekommt, welcher Schlüssel hier ins Schloss rein muss. War bei Resident Evil eigentlich selten der Fall. Da hieß es immer nur, ein Schwert ist eingraviert oder sowas. Was ich noch weiß, dass ich das hier verschieben kann. So, und dahinter ist... eine Medizin M. Ja. Bringt die volle Kraft zurück. Sehr schön. Da haben wir gleich mal das Inventar. Hier haben wir noch Blutstillmittel. Stoppt Blutungen und erhöht aber nicht die Energie. Medizin M, okay. Ja, und Munition. Dürfte auch klar sein. So, ich muss gerade nur noch mal gucken, wie man hier... Moment. Wenn man hier navigiert im Menü. Weil ihr seht, dahinter ist eigentlich noch eine Tafel, wo man wo Sachen drin sein können. Ja, ich muss mich jetzt auch erstmal wieder zurechtfinden. Wie gesagt, ich habe es nur mal angespielt. Das ist auch schon eine Weile her. Ich kenne das Spiel bis zum, ich sag mal, bis zum ersten Feindkontakt. Und das werden wir auf alle Fälle... ziemlich bald zu sehen bekommen. Also es ist nicht sonderlich weit. Wir haben eine Pistole. Glock 34. Mäßiger Rückstoß sorgt für gute Handhabung. Ist aber nicht sehr kräftig. Ah ja, okay. Munition. Nein, okay. Dass es hier so ein Untermenü für Munition gibt, lässt darauf schließen, dass es noch Waffen geben wird mit unterschiedlichen Munitionsarten. Und wie wirklich ich immer ganz raus? Das Pause, das, das. Okay. Ja, Kampf. Kleiner Kampf mit, dem Menü. Ja, haben wir noch eine Karte des Gebiets. Eine Schnelltaste scheint es aber nicht zu geben. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade und unpraktisch. Mixen, was das, was es damit auf sich hat, keine Ahnung. Vielleicht gibt es wieder irgendwelche Kräuter aller Resident Evil oder so. Da kommt man auch wieder raus. Gut. Na dann, wie es aussieht, ist der einzige Weg erstmal hier rein. Materiallager. Es fällt schon auf, die Ladezeiten sind wesentlich kürzer als bei Resident Evil. Finde ich gut. Hier sind Zementsäcke gestapelt. Na gut, die drei Dinger, wo da rumliegen, würde ich nicht als Stapel bezeichnen, aber... Gut, lassen wir das mal so stehen. Scheint nicht zu funktionieren. Muss ich vielleicht wieder irgendwo eine Batterie finden und damit zum Laufen bringen? Ja, ich suche schon die Parallelen zu Resident Evil. Weil es eben vom selben Macher ist und parallel entwickelt wurde zu Teil 3. Gut.
Hilfsgen-Schlüssel. Heißt wahrscheinlich Hilfsgenerator oder so. Ja, Hilfsgenerator-Schlüssel. Die Worte Hilfsgenerator-Bereich Erdgeschoss sind in ihm eingeritzt. Wie auch immer diese ganzen Worte auf diesen kleinen Schlüssel passen. Okay. Dann ist das Eck noch ein bisschen verdächtig. Ja, ich geb's zu, ich hab's schon mal kurz nochmal angespielt. Also ich hatte den ersten Part schon mal angefangen gehabt, im Aufnehmen. Aber hab dann gemerkt, ja. Gegenstand nehmen. Wiederbelebung. Uhu. Ja, verleiht ein neues Leben mit voller Kraft. Scheint wohl so eine Art Continue zu sein oder so. Was ich sagen wollte, ich hatte schon mal den ersten Part angefangen, jedoch mit Grabber aufgenommen. Jedoch war die Qualität dann nicht so berauschend. Also, ja, bin ich halt auf Emulator umgestiegen. Ihr habt sicherlich gemerkt, wie es bei den Render-Szenen ein bisschen an den Rändern geflimmert hat. Ja, das kommt halt davon, dass ich auf Emulator spiele. Ja, und deswegen kannte ich diese paar Verstecke hier halt noch. Gut. Wo könnte es jetzt weitergehen? Rick können wir nicht folgen. Oder? Können wir ihn folgen? Okay, ich sollte Rick das Innere überlassen. Okay, ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass wir vielleicht wieder zurückrufen werden, aber nun gut. Jedenfalls, da ist nicht lang. Da hätten wir es auch alles zu. Tja. How's the progress going with that security system? I don't know what's been going on here, but it looks like all the power in the facility's been cut. Same here. As long as that's the situation, there's not a lot I can do. Why don't you see if you can gain access to the backup generators on the ground level? I'm on it. What are you doing here? I caught the last part of your conversation. By the way, I found a key. Hand it over. Let's head outside. Ja, Gail, freundlich wie immer. Folgen wir mal. Gut, hier haben wir mehrere Türen. Das hier ist abgeschlossen. Uns wird auch nicht gesagt, wo das hier eigentlich geht. Kann ich vielleicht das Schild lesen? Frachtaufzug-Bereich. Vorsicht! Okay, alles klar. Dann eben durch den Durchgang zum Hilfsgenerator. So. Ein langer, einsamer Gang. Und na lecker. That's disgusting. This guy's been eviscerated. Something tore his intestines straight out. Look at those tooth marks. It had to be some sort of animal. Okay. Let's move on. Oh, da etwas bei sich. Eine Medizin, die nehme ich doch dankend an. Ja, irgendeine Art Tier hat ihn ausgeweidet. Das Intro lässt dir schon was vermuten, hä? Man denke mal an das, was dem armen Cooper da passiert ist. Ja. War eben sein Pech, dass er nicht beim Rest der Truppe gelandet ist. Dann würde er vielleicht hier noch leben. Na, was schaust du hier in der Gegend rum? I'll stand guard here. You go inside and take a look around. Jawohl, Chef. Mach mal, Chef.
habe? Nichts, okay. So, der Generatorraum. Das scheint ein Hinweis zu sein. Vermeiden Sie die Benutzung der Batterien des anderen Stockwerks und umgekehrt. Okay, aber eine Begründung, warum, würde mich auch ehrlich gesagt mal interessieren. Warum man das so tun sollte. Aha, hier flimmert eine Tafel. Ein Batterieladegerät. Wenn ich die Batterie hier einsetze, kann ich sie laden. Ein Verteiler, der die verschiedenen Bereiche der Einrichtung mit Strom versorgt. Okay. Wir haben keinen Strom und auch keine Batterie, die wir laden können. Also, ja, können wir nichts tun. So. Das Rätsel kenne ich noch. Dann wird's bald, wirklich sehr bald blind. Schauen wir uns einfach mal die Sache hier kurz an. Hier ist eine Schalttafel mit mehreren Hebeln. Seht euch mal die Farben an. Von links nach rechts rot, lila, grün und weiß. Dort sind drei Knöpfe. Welchen Knopf drücken? Ich nehme mal die Mitte. Dann rechts und die Mitte nochmal. Ich denke mal, das dürfte schon passen. Ja, es ist ziemlich offensichtlich, dass man hier die richtige Reihenfolge herstellen muss. Und ja, die Hebel sind der entscheidende Hinweis dafür. Besser gesagt, die Hebelfarbe. So, ja, das dürfte es schon gewesen sein. Dort ist ein Schalter. Willst du ihn betätigen? Ich würde mal sagen, ich würde lieber am Hebel ziehen. Tada! Jo. Gut, damit sollten wir wieder Strom haben. Mal gucken, was der liebe Gale dazu zu sagen hat. Gale? Was zum... Schüsse? Wurde Gale angegriffen? Aber ich bin jetzt mal so ganz fies und mache hier einen Cliffhanger. Tja, Leute, weiter geht's im nächsten Part. Was ist da draußen passiert bei Gale? Und wie geht's Rick? Tja, das seht ihr beim nächsten Part.